herzlich willkommen an Bord der USS Aegis oder Aegis NX1787. Das ist unser Raumschiff und das ist meine Crew. Mein Name ist Captain Veit und links von mir sitzt mein taktischer Offizier Dr. Pepper alias Manuel Fritsch. Guten Tag. Hallo, ich muss meine Arme noch ein bisschen in Ordnung kriegen. Live long and prosper. Die Geste war schon mal falsch, aber mehr können die Oculus Touch Controller leider nicht leisten. Manuel spielt auf der Oculus Touch Star Trek Bridge Crew, das wir hier ausprobieren. Vor mir sitzt GS Archiv alias Johannes Rohe. Ja. Hi. Diesmal in der Position des Steuermanns hier. Ich hoffe, dass ich euch sicher durch alle Asteroidenfelder durchbringe. Bestimmt, auch mit Oculus Touch ausgestattet und zu meiner Rechten GameTube spielt alias Captain Kirk zumindest oder Manuel Neuer, so wie er aussieht. In Wirklichkeit ist es Christian Fritz Schneider. Hallo. Hallo und ich bin euch aus der PlayStation-Galaxie zugeschaltet, denn das geht auch hier. Falls ihr es nicht verstanden habt, das war die PlayStation-Galaxie. Wir hatten leider gerade ein kleines Tonproblem und wir spielen Star Trek Bridge Crew zu viert im Koop in VR und zwar die zweite Episode, die Sonne und der Schild. Ich drücke mal auf Start und wir gehen in wenigen Sekunden an Bord. Während der Zwischensequenz hört ihr uns nicht. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Computerlogbuch Sternzeit 2258,201. Unser Forschungsteam hat eine Verbindung zwischen den Anomalien im Silversystem entdeckt. Jede davon weist eine hochinstabile Substanz namens Protomaterie auf. Unsere Erkundungen deuten darauf hin, dass der gesamte Graben mit Konzentrationen von Protomaterie verseucht ist. Aber weitere Nachforschungen müssen warten. Wir haben ein Notsignal von einem unabhängigen Schiff erhalten. Wir verfolgen es, um Hilfe zu leisten. Genau, willkommen auf der Brücke. Das ist hier unser Schiff und hier ist die Crew. Hier wir links. Werden gerufen. Öffne den Kanal. Wir werden gerufen. Ich spiele mit dem Gamepad. Captain der Polaris. Wir haben zahlreiche Systemausfälle. Bleiben Sie auf Distanz. Wir können nicht für Ihre Sicherheit garantieren. Also die Polaris ist wohl in Not. Ich gehe mal die Missionsziele Polaris angucken. Führt direkt in ein Asteroidenfeld, Captain. Ihre Überlebenschancen liegen bei null. Oh. Wenn wir in Reichweite kommen, können wir ihre Antriebe ausschalten. Ich kontaktiere die Rowley und erbitte Unterstützung. Mach das mal für die, die es nicht sich gewundert haben. Ich bin eine weibliche Captain und ich bitte meinen Steuermann, Johannes, bitte fliegen Sie auf die Polaris zu. Setze Kurs auf die Polaris und gebe Vollgas. Kann ich mehr Energie auf die Antriebe bekommen, bitte, Chefingenieur? Das kannst du bekommen. Das kannst du bekommen. Ich packe ein bisschen mehr Energie in die Antriebe rein. Volle Energie auf die Antriebe. Also die Polaris ist nicht ganz 55 Kilometer von uns weg. Es sind links und vor uns Anomalien. Falls ihr, liebe Crew, euch wundert, mit wem ich da rede, ich bin jemand, der gerne Dinge, die ihr tut, kommentiert, aber das seid ihr ja von der Akademie schon von mir gewohnt. Als hätten wir Zuhörer hier. Genau, ich kann hier außerdem unten ein bisschen umschalten. Missionsziele. Der Status des Schiffs sieht ganz gut aus. 100% Hülle, 30 Torpedos. Die Energie ist voll auf den Antrieb geleitet. Das ist sehr gut. Wir können auch Gruß beantworten und Alarmstufe rot machen. Das machen wir aber erst, wenn es spannend wird. Und wir sollen die Antriebe der Polaris per Systemzugriff stören. Steuermann, Sie haben alles im Griff, okay? Jetzt wissen wir, was passiert, wenn Let's Player in berufliche Entscheidungen, in Rollen, in Führungspositionen sind. Das nur, ich sagen. Nur am Labern. So ja. Ist das. Wie mit Podcastern. Gut, dass wir hier keinen an Bord haben. Noch knapp 30 Kilometer. Captain, ich bin in Scan-Reichweite. Soll ich scannen? Ja, bitte scannen Sie die Polaris, Sir. Für Sie immer noch Herr Captain. Beziehungsweise Frau Captain. Du bist doch eine Frau. Ja. Richtig. Ich hab genau gesehen, wie du an deinem Körper runtergeschaut hast. Naja, ist ja auch mein gutes Recht. Sobald der Scan abgeschlossen ist, Captain, habe ich Zugriff auf das System des Schiffs und dann können wir wahrscheinlich den Antrieb stoppen. Der Scan ist zu 3/4 abgeschlossen. Ich kann hier auch die Karte ein bisschen ranzoomen, dann sehen wir genauer, was da passiert. Links von uns ist eben eine Anomalie und vor Scan uns ist die ist Polaris. Abgeschlossen. Ich kann die Antriebe stören, Captain. Bitte stören Sie die Antriebe der Polaris. Wird durchgeführt. Eingehende Nachricht vom Schiff. Bitte, Sie müssen uns helfen. Wir bringen Vorräte zu einer Forschungsstation im Pressive-System.
aber irgendwas ist schiefgelaufen. Irgendwas ist mit dem Stern geschehen. Wir wurden von einer Art Druckwelle getroffen und können keinen mehr auf der Station erreichen. Sie müssen dorthin. Sie müssen ihnen helfen. Bitte. USS Raleigh trifft ein. Nachricht von der Raleigh, Captain. Auf dem Schirm. Aegis, hier ist die USS Raleigh. Wir können der Polaris Hilfe leisten. Haben wir doch schon gemacht. Die Raleigh ist für Reparaturen besser ausgestattet, Captain. Wir sollten die Station überprüfen. So, machen wir das. Wir überprüfen die Station. Jetzt wäre die Frage, wo die ist. Hier ist Warp Richtung Persef, bitteschön. Chefingenieur GameTube spielt, bitte geben Sie Energie auf die Warp-Spulen und GS-Archiv, bitte bringen Sie uns mit Warp-Geschwindigkeit ins Persef-System. Die Spulen laden auf, Captain. Kurs wird gesetzt, Captain. Dankeschön, das klappt ja wie am Schnürchen hier. Warp-Kurs liegt... Hallo, wir waren auf der Sternenflottenakademie. Dann würde ich sagen, Energie. Und los. So, hier ist die Station. Schauen wir mal auf den lokalen... Jede Menge lokalen Signale Karte. Rund um uns. Um Gottes Willen. ...von der Station, aber ich entdecke Rettungskapseln zwischen den Trümmern. Wir müssen so viele Überlebende wie möglich retten. Bisher sind 0 Zivilisten geborgen. Setzen Sie bitte Kurs auf die erste auf eine gewaltige koronale Desintegration hin. Rettungskapsel. Captain, ich entdecke 6 Lebensformen. Soll ich die rüberbeamen? Jawohl. Rettungskapsel Alpha. Erfassungsdauer noch 40 Sekunden. Ich kann hier auch mal in der Zwischenzeit zeigen, wie schön das ist, wenn man hier in die Außenansicht schaltet. Dann sieht man nämlich das Schiff unter uns und die zerstörte Station. Und das sieht schon alles ganz schön schick aus hier. Und hier 12 Kilometer vor uns eine der Rettungskapseln. Und da retten wir jetzt hoffentlich so viele Überlebende wie möglich. Wie schaut's bei euch aus? 4 von 6. 4 von 6. Bei mir sieht's gut aus. Steuermann, könnt noch Energie umleiten. Wir können uns der nächsten Rettungskapsel nähern. Die Rettungskapsel A ist... Nähere mich mit Vollgas der nächsten Rettungskapsel. Welcher? Ich kontaktiere Sie und bitte Sie, Ihren Medizinstab zu erlangen. Beiden da vor uns, direkt voraus, 2 Stück. Gerne. Captain, registriere Tachyonenwerte, die auf den Gebrauch einer Tarnvorrichtung hindeuten. Oh oh. Wir sollten aufpassen. Bitte aufpassen. Signatur so klein wie möglich halten. Schilde runter und Antrieb zügig, aber vorsichtig. Schild ist down. Verstanden. Antrieb zügig, aber vorsichtig. Bitte, Schiff so positionieren, dass wir mit möglichst wenig Bewegung alle Rettungskapseln in Reichweite haben. Notfalls mehr Energie auf die Scanner, damit wir höhere Reichweite haben. Wir können keine Energie auf die Scanner geben. Mist. Föderationsschiff, verschwinden Sie oder Sie werden zerstört. Sie haben 30 Sekunden Zeit. Was haben die Klingonen im Graben zu suchen? Rettungskapsel 2 ist in 3 Sekunden erledigt. Wir versuchen die dritte Rettungskapsel auch noch. Dauert länger als 30 Sekunden, Captain. Das werden wir wohl dann aushalten müssen. Schilde nach unten, Captain. Die Klingonen werden den Teufel tun und uns daran hindern, unsere Leute zu retten. Sie wissen, dass wir da sind. Gegner nähern sich. Erfassungsdauer 18 Sekunden, Captain. Feine voraus. Schilde hochfahren. Werden beschossen. Der Scan läuft noch. Der Teleport läuft noch, Captain. Okay, Schilde nach dem Teleport erst hochfahren. Jawohl. Noch 3 Sekunden. Leute sind an Bord, fahre Schilde hoch. Taktischer Offizier, bitte Klingonenschiff scannen und Schilde deaktivieren per Override. Scannt. Steuermann, bitte halten Sie uns. Erfüllt werden. Ja? Der Scan ist gleich abgeschlossen, jetzt kann ich hacken. Was soll ich ausschalten, Antriebe? Weichen Sie bitte dem Trümmern aus, Steuermann. Jo. Schilde deaktivieren und dann auf das Schiff feuern, bitte. Gib ein bisschen mehr Energie auf die Waffen. Jawohl. Ein bisschen was vom Antrieb weg. Schiffstatus. Sieht halbwegs gut aus. Hülle bei
98%. Schildstärke bei 49%. Okay. Schildstärke bei 29%. Unsere? Ja. Ja, unsere. Die vom Gegner sehe ich hier nicht. Feindschiff nähert sich. Auf welches Schiff schießen wir denn gerade? Dankeschön. Auf welches Schiff schießen? Wir schießen auf den Alpha-Kreuzer, noch 19%, 10%. Euer Torpedo sollte erledigt sein jetzt. Okay, nächste Rettungskapsel bitte anvisieren. Da ist noch ein zweites Schiff, Captain. Da ist noch ein zweites Schiff, ja. Ja, dann machen wir erst das Schiff. Schild bei 1%. Bitte rechts drehen. Schilde hochfahren. Ja. Da ist Schilde nicht mehr viel zum Hochfahren, Captain. Ach, die sind schon deaktiviert. Oben auf 1%. Okay, Steuermann, bitte Warp ins nächste System einstellen. Ziel zerstört, Captain. Wir können... Warp wäre möglich, brauche aber Energie. Energie bitte auf die Warp-Spulen. Energie wird übertragen. Warp-Spulen laden auf. Soll ich auf das zweite Schiff feuern, Captain? Auf Schiff feuern. Warp sobald möglich. Herr Gott, wie lange dauert das mit dem Warp? Sekunde. Ach so rum. Okay. Hab's. Lieber Chefingenieur. Warp-Spulen laden auf. Das ist mein erster Tag. Hallo? Okay, Captain, wir sind bereit zum Sprung. Okay, Energie. Reparaturcrews bitte auf die Schilde. Oh, das war schnell. Das war eine sehr kurze Mission und wir haben unseren Chefingenieur verloren. Ah, da ist er wieder. Hallo Fritz. Da ist er. Aber ja. Wir haben alle Missionen erfolgreich abgeschlossen. Tatsächlich, da sind wir jetzt das ein bisschen... Das ist schon gewesen. Da sind wir jetzt ja, ein bisschen... Wir haben nur 18 von 24. Guck mal, wir haben 18 von 24 Zivilisten. Ja, eine Truppe hätten wir schon noch erwischt, aber immerhin. Also wir haben die ersten zwei Missionen auch schon gespielt. Leider ist da beim damaligen Captain, nämlich dem Fritz, die Videospur abgeraucht. Deswegen kriegt ihr das jetzt hier zu sehen. Die anderen Missionen haben jeweils circa eine halbe Stunde gedauert, also der Prolog und Mission 1, das waren jetzt hier nur 10 Minuten. Naja, wie fandet ihr es denn? Das war so ein bisschen abrupt, ne, die ganze Geschichte. Ja, bei den anderen sind wir öfter zwischen den Stationen, da hatten wir ja so Zwischenschritte, da sind wir irgendwo hingebeamt mit Impulsantrieb noch, hatten dann dort noch einen Scan, das war jetzt hier reiner Kampf und Rettungsmission, ne? Richtig, ja. Ich hatte auch ehrlich gesagt so gut wie gar nichts zu tun und das war aber ganz gut, weil ich zum ersten Mal an der Konsole für den Chefingenieur stand und ein bisschen die Energie hin und her verteilen konnte und das sieht aber auch nicht unbedingt so aus, als würde man da in anderen Situationen sonderlich viel machen können. Man kann halt so ein bisschen Energie verschieben, aber das war's dann auch gewesen. War jetzt nicht so spannend für mich. Ja. Manu war ziemlich beschäftigt, oder? Mit den Waffen und den Scans? Genau, ich hätte jetzt auch zum Beispiel dieses ganze Teleport-Geschichte, die hättest jetzt auch du übernehmen können, ja. Fritz. Genau, den Transporter könnte ich auch bedienen, da teilen wir uns so ein Display, aber tatsächlich teilen wir uns das auch, also sobald du da drin bist, kann ich da nichts machen und ich warte auch dann auf den taktischen Scan von dir, bevor ich irgendwas machen kann. Genau, als taktischer Offizier, ich scannen, erst wenn der Scan erfolgreich ist, können die anderen beiden auch da den Transporter bedienen oder das Hacking-Tool benutzen. Ansonsten, das Feuern ist halt relativ automatisiert. Man wählt ein Ziel aus, drückt ein Knöpfchen für Torpedos und ein Knöpfchen für die Phaser. Man hat also auch keinerlei Beschäftigung, was Zielen oder so angeht. Man muss nur sich gut absprechen, dass man in Reichweite ist. Johannes, wie war es bei dir? Warst du gut beschäftigt als Steuermann oder? Ich glaube tatsächlich, als Steuermann hat man den interessantesten, weil dauerhaft forderndsten Job. Also ich meine, es ist jetzt auch nicht das Allerforderndste, das Ding durchs freie Weltall zu bringen, aber wenn es ans Campen geht oder durch irgendwelche Trümmerfelder, so wie jetzt gerade, das Schiff zu steuern, das ist zumindest ganz nett. Das macht Spaß und das hält einen dauerhaft eben beschäftigt. Dann verändert man die Geschwindigkeit und dann verändert man die Höhe und die Richtung und so. Das war schon ganz witzig auf jeden Fall, ja.
Gut, dann werden wir mal sehen, ob wir die weiteren Missionen auch noch meistern. Die war jetzt, wie gesagt, sehr kurz mit 10 Minuten. Der Prolog und die erste Mission haben jeweils circa eine halbe Stunde gedauert. Mal sehen, was uns noch erwartet an Bord der USS Aegis. Euch danke fürs Zuschauen und euch danke fürs Mitwirken an diesem kleinen Multiplayer-Experiment in VR. Star Trek Bridge Crew gibt es für PS4 und den PC, Oculus und HTC Vive und ja, Crossplay gibt's auch, alles ganz toll. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Live long and prosper. Ciao. Ciao.